Moin Moin, liebe Flipper-Freunde. Heute möchte ich euch einmal zeigen, wie einfach es ist, eine Gottlieb-Flipper-Spule in ein Flipper-Assembly einzubauen. Hierfür haben wir uns ein Totem, der etwas umdekoriert wurde, der Gottlieb-System Serie 1 ausgesucht. Damit die Montage etwas einfacher ist, habe ich die Spielfläche umgedreht. Hier sehen wir jetzt das Flipper-Assembly. Verbaut ist eine Original-Flipper-Spule. Es ist eine A17875, eine Magnetspule mit zwei Spulenwicklungen auf einem Spulenkörper. Was man ganz deutlich sieht, ist, dass der Kreuzstock mit Anschlagwinkel bündig ist mit dem Spulenkörper, obwohl eine Messingspulenhülse verbaut ist. Zuerst lösen wir die 1/4 Zoll Gewindeschrauben. Wir können notfalls auch einen Schlitzschraubendreher nehmen, weil Gottlieb noch Stütze in den Schraubköpfen hat. Jetzt können wir die Spule abnehmen. Hier sind noch zwei Federscheiben montiert, damit die Spule Andruck an dem vorderen Winkel hat. Diese Spule besitzt eine Messinghülse. Eine Messinghülse hat Nachteile und Vorteile. Fangen wir mit den Nachteilen an. Messing ist ein Isolator für induktive Magnetfelder. Das heißt, wir haben ungefähr 10% Verlust der elektromagnetischen Leistung. Jeder Winkel hat, hier sieht man das nicht, das ist schmutzig, da muss ich eigentlich was Neues nehmen. Ja, hinten ist was, ich sehe etwas. Jeder Spulenkörper sollte eine Messingscheibe als Isolator, ich hoffe, man kann es sehen, das Messingfarbene ist Messing, sollte auf jeden Fall einen Messing-Isolator haben, damit das Magnetfeld aus der Spulenwicklung, das elektrische Magnetfeld, nicht auf das Eisenmetall übertragen wird. Deshalb nimmt man, wie ich schon erzählte, Messing, weil das die Induktion, das elektrische Magnetfeld mindert. Beschäftigen wir uns weiter mit dem Tausch der Flipper-Spule. Diese Spule ist für die Bewegung des Flipperfingers erforderlich. Übrigens, die Drähte lassen wir erstmal dran, damit wir hinterher bei der neu eingebauten Spule wissen, wo was wieder hingehört. Ich habe für die Veranschaulichung und Demonstration einmal zwei Spulen von zwei unterschiedlichen Herstellern genommen. Fangen wir mit der ersten Spule eines Herstellers an. Diese Spule hat eine Teflon- oder Nylonhülse. Das hat den Vorteil, dass der Flipperfinger etwas mehr Kraft hat. Nachteil ist allerdings, wenn einmal die Spule defekt ist, dass sich die Hülse verformen kann und sich mit dem Planger, dem Kolben also, verschweißt und dass man etwas mehr Probleme hat, das Ganze zu demontieren für den Austausch. Was deutlich zu erkennen ist, ist, dass bei diesem Hersteller die Spulenhülse ca. 1 mm vor dem Spulenkörper steht. Zur Demonstration, man hört es auch, hier ist ein Widerstand. Die Spule lässt sich problemlos montieren. Was man allerdings weglassen sollte, sind die Federscheiben. Die Spule sitzt fest und kann nicht schwingen, hat allerdings den Nachteil, dass, wie ich schon vorhin erwähnte, ein Abstand zwischen Spulenkörper und Spulenhülse besteht, sodass Resonanzen auftreten können. Aber ich kann ja einmal zur Veranschaulichung die Klinge eines Teppichmessers nehmen. Man sieht, wie schön sie da reinpasst. Jetzt nehmen wir als nächstes einmal die Spule eines anderen Herstellers. Natürlich müssen wir zuerst dann wieder alles losschrauben.
Es ist ja nicht viel Arbeit. Bei Gottlieb sind es, wie bei anderen Geräteherstellern, eigentlich auch nur zwei Schrauben. Die haben wir jetzt gelöst, ziehen den Spulenwinkel ab, nehmen die Spule, setzen die neue Spule ein. Und hier sehen wir ganz deutlich, es gibt keine Spulenhülse, die vor dem Spulenwinkel steht und 1 Millimeter Platz nimmt. Ich demonstriere es einmal akustisch, damit man es nicht nur sehen kann, sondern auch hört. Habt ihr es gesehen? Es gibt, wie bei der Spule des anderen Herstellers, bei der Montage und Befestigung des Winkels keinerlei Probleme. Jetzt machen wir noch einmal den Vergleich mit der Klinge unseres Teppichmessers. Wir kommen nicht mehr hier zwischen, weil die Spulenhülse mit dem Spulenkörper bündig sind und somit der gesamte Spulenkörper an den Spulenwinkel drückt. Die Spule sitzt fest, es gibt bei der Betätigung keine Resonanzen und die Leichtgängigkeit ist gewährleistet. Wenn wir die Spule jetzt montiert haben, nehmen wir einen heißen Lötkolben und löten die Drähte 1:1, einem nach dem anderen, einfach an die neuen Lötfahnen an. Somit haben wir dann nichts verkehrt gemacht, denn wir dürfen nicht vergessen, es gibt eine Freilaufdiode an jeder Spule. Bei älteren Flipperautomaten, elektromechanische Flipperautomaten, da braucht man diese Freilaufdiode nicht. Das wäre zum Beispiel bei dieser Spule der Fall. Es ist eine 5141, die auch in elektromechanischen Geräten verbaut sind. Elektromechanische Geräte haben eine Wechselspannung für die Spulenspannung und da würde eine Diode fehl am Platze sein.